Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid mit der Jorle, grüß dich. Hallo. Wir haben eine pharmazeutische Umarmung, einen Pharma-Hack. Ja, ist voll gut. Und in die Autowerkstatt wollen wir auch noch, aber erstmal müssen wir, ist das hier unten, Spiffos? Waren wir hier? Nee. Ich weiß nicht mehr, wo dein Haus steht. Wo wohnen wir? Oh, ich schon wieder verdreckte Bandage, kannst du mal kurz warten? Ja. Das gibt's doch nicht. Vielleicht solltest du dir ein richtiges Medkit hier aus dem Pharma-Dings holen, ne? Huh? Hat immer mit den Bananen und so. Das machen wir ja gleich. Also wir haben uns jetzt das Ziel gesetzt. Wir werden alles abladen, was wir haben. Und dann. Ich fühle mich unwohl. Ich glaube, der Lachs schlägt durch. Ja, dein Lachs, pass mal auf hier. Ich hab eine Zigarette, glaube ich. Hm, habe ich auch. Ja, dann rauch die mal wegen Unwohl. Das ist Stressabbau hier. Echt? Ja, rauch die. Musst du rauchen. Ja, jetzt bin ich nur die Anspannung genommen, aber das ja, Unwohl das ist mir auch gut. Da. Ja. Muss halt mal ordentlich aufs Klo und dann geht's schon. Komm. Ja. Hier sind wir vorbeigekommen. Wir sind hier noch weiter links unten, ne? Rechts unten. Rechts irgendwo. Unten, ja. Wir können ja. Hier, ich glaube, wohnen wir hier? Ich weiß es nicht. Großer Supermarkt. Ja. Wo bist du? Komm auf die Straße. Nach Süden. Links unten. Ach, da. Ich renne jetzt mal ein kleines Stück. Spiffos? Nee, warte mal, an Spiffos sind wir vorbeigekommen. Wo wohnen wir denn? Ach, verflixt. Ich glaube hier. Hier ist der Supermarkt. Es regnet. Die Macht Erde wird aus. Nass. Nee, das müsste der Supermarkt sein. Doch, das ist der Supermarkt. Hier wohnen wir? Dann ist ja die Pharmacy echt nicht weit, ne? Das ist so gut. So gut. Super, wir waren bei den Bullen. Jetzt können die Gegner kommen. Naja. Ja, Gigamarkt, so. Hier sind wir. Das müssen wir, das sind ja alles noch Glasscheiben, ne? Wir müssen das hier irgendwie beklammen. Ja, gab's hier einen Stock? Ne, gut, es gab einen hier gibt's so einen Hinterraum. Hier oh, hinten. Ist das weiß hier, warum ist denn hier alles so hell? Hier im Lagerraum, hier gibt's doch einen ersten Stock, wir können einen ersten Stock hoch. Ja, aber ich will auch nicht, dass sie irgendwann mal bei uns hier drinnen sind, weißt du? Ist doch super. Das ist gut. Wollen wir das hier, wollen wir diese drei Dinger erstmal für Vorratslager nehmen? Ich schmeiß da jetzt nämlich alles rein, ja. Was wir haben. Dann mach ich mal, waren hier noch die Schrotflinten? Nee. Nee, die sind unten. Dann mache ich ganz rechts Munition rein. Okay. Also ich hoffe, dass ich, so. Ich werde hier auch erstmal alles los, Badetuch. Wir können uns übrigens ein bisschen Zeit lassen, weil draußen regnet es eh. Also von daher ja. Ist das jetzt nicht so wild. Die Müllsäcke. Die können eigentlich alle weg. Müllsäcke. Jo. Rein da. Ein Hammer. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts mehr drin. Also ganz rechts jetzt ein Waffenschrank. Schmutziger Stofffetzen. Ich müsste die mal säubern, ne? Wasserflasche. Oh, entschuldige. Voll an mein Mikro Macht gekommen. Nix. Das war jetzt ungünstig. Ich wollte mich eigentlich nur kratzen. Entschuldigung. Oh. Ich bin trotzdem ziemlich überladen. Was ist denn hier so schwer? Was hast du denn? Eine Schüssel und. Ja, dann pack mir. Was packst du hier hinten rein? Ach, jetzt erstmal nur den ganzen Kram. Mhm. Jetzt habe ich noch was zu essen und was zu trinken dabei. Das ist vollkommen in Ordnung. Na, da war doch gerade noch was. Nee, das sind nur Schlüssel. Also ich bin, glaube ich, fertig. Ich pack jetzt noch zwei Stopffetzen noch weg. Noch Seil. So. Gummiband. Boah, hast du viele Patronen hier, ne? Das ist ja echt unglaublich. Ja, da war auch nicht was drin. Buttermesser. Die müssen wir alle noch auspacken. Pistole, Küchenmesser. Ich glaube, die Brechstange ist die, die es so schwer macht. Ja, die Brechstange wiegt irgendwie 3. Oh, verdreckte Bandage. Geht ja schon mal wieder gut los. Verband ja, anlegen. Brechstange wiegt 3. Die Brechstange mache ich mal zu den Waffen. Ich blute immer noch, ne? Das ist halt. Ah, ist doof. Du blutest? Ja, wir gehen jetzt. Das bandagierte. Wir gehen jetzt hart rüber zu dem. Ja, wir zu räumen dem jetzt. Medizinischen Labor da. Ich fühle mich auch unwohl. Ich brauche ein paar Magentabletten. Der Lachs war irgendwie nicht mehr ganz gut. Da stand zwar dabei, dass man es nicht essen soll, aber es war die Gier. Wir hätten hier. Du kannst ja auch einen Whisky hinterkippen. Ansonsten Schmerzpillen. Aber ich glaube, wir finden drüben Erlösung, Minias, es wird. Ja, warte, Zigaretten nehme ich mit, ist besser. Ich glaube, ich bin damit gut.
gut ausgerüstet. Der Wanderrucksack. Ich habe jetzt nur noch Stofffetzen bei, was zu trinken und was zu essen. Gut. Ich habe wieder alles Mögliche dabei, aber das ist nicht schlimm. Ach, Minja, du solltest dich doch leer machen. Ja, den Rucksack, im Wanderrucksack habe ich Oh, leer. das ist so hell hier. Warum ist das auf einmal so hell? Gewöhnen Das ist sich die Augen total hier an hell. das Licht? Komm, mach mal Licht aus. Oh, sehr gut. Huch, was? So, dann müsste eigentlich. Nicht rennen, mein Lieber, nicht Es rennen. ist doch kein Zombie in der Ja, Nähe. aber, ja, stimmt, es regnet auch. Du hast vollkommen recht. Und dann schreien sie uns wieder an. Sliffos. Wieder ein Restaurant. Nö. Nee, noch Im Moment weiter sind ja nach noch kaum links. Zombies da. Ja, bis jetzt hält sich's noch in Grenzen. Da oben ist doch die Finde ich Pharmazie. ganz gut. War das neben Und Spiffos? nebendran ist auch noch was. Ja, Pharmahag, Da bloß zu. rein da. Nee, ist zu. Runtergegangen. Wir nehmen Von jetzt alles Magentabletten. mit. Alles mit. So. Bandagen, Beta-Blocker. Ich packe hier Habt ihr alles nichts? ein. Vitamine, Schmerzmittel. Wir müssen wahrscheinlich Was? mehrmals laufen, aber ist mir egal. Ich nehme jetzt Tablette einnehmen, ein paar Vitamine. Erste-Hilfe-Kasten wiegt, glaube ich, na, es geht. Einen können wir Könnte mitnehmen. eine Flasche mit Desinfektionsmittel trinken. Was? Bist du des Wahnsinns? Dann stirbst du. Dann, nein, Natürlich. Alkoholtupfer. Verdreckte Dann Bandage, ich nehme ich krieg's. Antidepressiva. Was sagt er denn überhaupt? Schaltereingang runter. Stoffwetzen, Verband anlegen, Oberkörper. Erste-Hilfe-Kasten ist, glaube ich, ein Container, wurde gesagt. Ich muss mal ganz kurz meine Bandagen auswaschen. Hier war doch irgendwo Wasser. Wo waren das? Ich will hier durch. Durch diese erste, in den Erste-Hilfe-Kästen ist alle mögliche Stuff drin. Ja, musst du aufmachen? Ich habe einen Laken gefunden hier hinten. Oh Gott, ist Versuch's hier mal alle zu viel. nehmen. Vitamine, Schmerzpillen. Hier ist noch ein Laken, nehme ich mit. Bandagen sind da, das sind richtig gute Bandagen. Ja, richtig. Bin übrigens Minjas gleich voll. war hier irgendwo eine Wasserstelle, weil sonst habe ich gleich keine Bandagen mehr. Ist ein bisschen doof. Bin voll. Ui, gibt's ja auch noch Essen. Ich nehme hier alles mit. Schon wieder so Yum, hart überladen. yum. Ja, wir müssen mehrmals laufen. Ach, hier ist eine Stelle. Schmutziger Stofffetzen. Ausrüsten? Nee. Na? Gut, trinken von mir aus auch. Mir auch zu trinken hier drin und noch Schränke. Hose, Socken. Achso, ich muss ja nur davor stehen und dann Stofffetzen säubern. So. Nimm dir doch mal eine richtige Bandage. Ja, noch. Ich wollte erstmal meinen Stofffetzen hier sauber machen, den ich noch hatte. Ja, aber werf die weg, nimm Bandagen. Ich meine, wir haben so viel. Okay, ich nehm eine Bandage. Nimm Unwohl, ich habe bestimmt eine Vergiftung oder so. Ja gut, ich bin voll hier, Jolle, ich muss rüber. Mach, ich komme gleich nach. Ich komme gleich nach. Jetzt habe ich normalen Stoff. Jetzt muss ja jetzt der schmutzige hier. Oh, ab durch den Regen. Jagdmesser wieder ausrüsten und dann nehmen wir hier noch das Zeug mit. So, noch mehr Bandagen. Oh, ist das gut, Minjas. Das erste Mal habe ich das Sehr Gefühl, gut. wir haben hier Aber ein richtig bisschen was. wenig Zombies bisher. Jetzt regst du dich da drüber auf. Auch nicht aufregen. Ich finde es ganz gut, dass man erstmal ein bisschen durch die Stadt gehen kann. Klebeverband. Rechtsklick auf Gesundheitsanzeige, um es zu benutzen. Ach, ein Klebeverband. Ach, ein Pflaster soll das sein. Ein Klebeverband, ja. Ja. Wo lagern wir denn den medizinischen Stuff? In der mittleren. Und das nehmen wir noch mit. Geh nach oben und lager das in der Mitte der drei Okay, ja, Schubladendinger hau alles rein. rein. Ja, Ich da. fühle mich jetzt auch gerade wieder vom Gewicht. Aber ein bisschen was habe ich noch? Pinzette, Klebe. Ich komme, wir nehmen jetzt so eine Klebeverbände hier mit. Vitamine. Lecker Vitamine. Was braucht man noch unbedingt? Das könnte immer gut sein. Ich habe jetzt, Oh. ja. Jetzt bin ich wieder überladen.
Das passt noch da rein? Ich meine, wir haben 3 chirurgische Nadeln. Ich meine, die werden ja nicht kaputt gehen, ne? Ich hoffe nicht. Ich komme jetzt auch erstmal rüber wieder. Oh, mein Sanchez ist wieder so langsam. Sanchez. Du hast bestimmt überladen, den armen Kerl. Ja, ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Recht schwer beladen? Wie? Komm, Sanchez, du schaffst es. Trag alles nach Hause. Ich hab schon wieder angespannt, nervös, weil ich rauche nochmal eine. Du musst nochmal eine rauchen. Spiffos. Etwas unglücklich. Ich finde was, um dich aufzuhören. Ich hab doch Beta-Blocker. Du hast mich. Hallo, ich drück dich. Komm her. Ich umarme dich, sag dir, wie toll du bist, und dann geht's wieder. Oh, da wird geschossen. Minjas. Nehmen wir einmal Vitamine. Sag mal, wo wohnen wir? Bin schon wieder falsch. Mach dich müde. Ich will nicht müde. Ich will das Beta-Blocker. Nee, Antidepressiva, gell? Ja, nimm mal eine Tablette, komm. Reduziert Panikattacken. Bin zu Hause. Finde einen Weg, dich aufzuhalten. Haben wir nicht irgendwie ein Magazin? Ja, lies mal ein Magazin. Wo haben wir die? Wahrscheinlich hier. Wo kommen wir? Ach, da vorne war unser Eingang, ne? Ich bin schon wieder zu blöd. Jo, mach zu. Ich habe mal ein Buch gelesen. Ist gut. Und geht's runter? Ich hab's aufgelesen, ist kaputt. Wow. Jetzt weg. Ich fühle mich halt immer noch unwohl. Ich habe dieses Kotz-Symbol. Das liegt bestimmt am Fisch. Ja. Du solltest mal auf Klo gehen. Hm. Ich würde sagen... Oh Gott, du hast ja auch richtig viel. Ich hau mir einen Muffin rein. Alkoholtupfer. Oh, wir haben hier gut. Das sieht richtig gut aus hier mit den ganzen tollen Pharmazie-Sachen. Da es mir gerade schlecht geht, habe ich mir mal einen Muffin hintergekloppt. Da geht es einem sofort wieder gut. Echt? Hat das was gebracht? Nee, ich bin nur satt. Ja, toll. Echt gut. Ja, aber... Oh Gott, erstmal alles. Ich muss alles ablegen. Und reinschieben. Ja, so langsam wird's voll da drüben. Also hier in unserem Schränkchen. Aber ich find's schon ein bisschen komisch, dass 0 Zombies rumrennen. Also was heißt 0, stimmt ja nicht. Es sind 2, 3 bis jetzt gewesen. Ja, kommen ja auch noch ein paar. Hoffentlich. Es wird ja auch noch mehr. Also wir haben bloß zum Anfang, das steigt ja jetzt auch noch. Du, ich habe 2 Laken. Bringt uns das was? Ich weiß nicht, ob man die großen Dinger... Du kannst oben zuhängen. Probier mal die großen Fenster. Weißt du, von oben. Wir können in den Verkaufsraum reingucken. Ich schau mal, ob das geht. Ich pack mal die Laken hier ins Hauptinventar. Du meinst im ersten Stock? Da ist aber nichts. Doch, doch. Da sind mehrere große Fenster, wo du nach oben gucken kannst. Ja, aber dann gucken wir ja... Das ist ja... Das brauchen wir ja nicht. Wir müssen ja vor Zombies schützen, weißt du? Dann gucke ich lieber, ob das hier geht. Laken anbringen. Yes. Vorhänge zu ziehen. Oh. Bringt das was, Minions? Jetzt hängt das Ding so halb runter. Ja, ich denke mal, dass es das Spiel nicht unterscheidet zwischen ganz hohen Fenstern und halb hohen Fenstern. Weißt du, was ich meine? Also ja. Und ich habe schon wieder eine Bandage verdreckt. Oh, ich bin nur noch gekratzt. Ich blute nicht mehr, ich bin nur noch gekratzt. Ich habe jetzt eine schmutzige Bandage. Kann man die auch säubern? Ich meine, die sind ja eigentlich ein bisschen besser. Wo waren hier Wasser? Hier war Wasser. Schmutzige Bandage. Ja, man kann die Bandage reinigen. Das finde ich sehr gut. Bist du schon wieder? Wir haben ja eine Menge, gell? Ja, ich bin jetzt voll und komme zurück. Okay, dann renne ich auch nochmal. Sanchez, go, go. Und ich habe hinten 2 Laken angebracht. Wunder dich nicht. Ja. Jetzt können wir uns gleich die Hand in Hand hier. Da. Abklatschen, Stapellauf. Hey, zack. Das sah gut aus. Wie viel ist denn noch drüben? Also unten, ich habe jetzt die Regale so gut wie leer. Das ist gut. Das ist gut. Versuchen wir mal einen Hintereingang aufzumachen. Naja, komm, die 5 Meter, die latsche ich jetzt auch noch. Für Medizin mache ich das gerne.
So, nochmal hier Wir gucken. haben Hier sind auch wahrscheinlich auch nochmal gleich hier Ziele. den. Pinzette. Oh Gott, ist das viel. Da ist ein bisschen was drin, ja. Erste-Hilfe-Kästen 2. Mal gucken. Na, wie viel noch geht's vom Gewicht? Ja, ist auch der Dings hier voll. Eine Schere. Ach, nehmen wir einfach mal mit. Pinzette. Hier gibt es echt ordentlich, ne? Wir können Aber damit guck mal. dealen. Hier. Ah, das ist ja lustig. Hier, die Regale leeren sich auch, ne? Dadurch, dass wir Optisch, das so das. ein bisschen. Ja, optisch. Das leert sich hier auch. Ups. Da, chirurgische Nadel mitnehmen. Oh, der mittlere Schrank ist voll. Ja, das kann durchaus sein. Dann packe ich es ins andere Büro, hinten ganz oben in den obersten Schrank. Pinzette, haben wir genug von? Was ist hier unten? Ach, du grüne Neune. Na dann ab in die Tasche damit. Oder auch nicht. Passt das nicht? Ist das voll hier? Die Alkoholtupfer sind relativ schwer, fällt mir gerade mal auf. Ja, es ist ja alles ziemlich schwer. So, Laken habe ich auch noch, sehe ich gerade eins. Schlaftabletten brauchen wir eigentlich nicht, weil wir ja gar nicht schlafen hier. Vitamine nehmen wir noch Hier mit. angebracht. Und jetzt bin ich beladen, überladen. Ich trinke mal hier Wasser. Ja, es ist hier verdunkelt. Also, ob ich das die Schere hier. So. Dann bin ich auch wieder voll. Dann komme ich mal rüber. So langsam haben wir da alles weg. Wollte mal gucken, ob ich hier die Hintertür aufmachen kann von unserer nee, das drüben. Ich finde das auch ziemlich wichtig, dass wir einfach die ganze Pharmacy mitnehmen. Ich hoffe, ich kann das jetzt nachvollziehen. Ist immer noch schlecht. Was kann ich dagegen machen? Krank, starke Heilungs. Ich bin krank. Nimm dir doch mal so eine Vitamine. Habe ich eigentlich genommen? Habe Ja, ich, verstehe. Ich stelle mich jetzt mal oben hin und gucke mal. Ich probiere mal alle Pillen durch. Vitamine vielleicht oder ich guck mal, ob es irgendwas mit dem Magen geht. Vielleicht können wir uns auch was kochen. Ich habe das ja noch nie gemacht. Nehme mal eine Schmerztablette ein. Schlaftabletten lasse ich mal gerade weg. Nehme auch mal einen Beta-Blocker. Hallo. Und ich nehme einen Antidepressiva. Das ist jetzt voll? Nö, So, ich geht ja habe jetzt noch was. alles reingehauen, was wir im Medizinschrank haben. Oh, das ist jetzt auch voll. Können wir noch was? Ich habe auch noch ein Hier im bisschen. Büro sind noch mal zwei so eine Dinger. Ich bin krank, vielleicht muss ich mehr essen. Ich werd mal essen unten. Hau Mein dir mal was alles rein. mich. Ich habe mir jetzt alles Beta-Blocker, alles habe ich mir reingezerrt. Beta-Blocker reduziert deine Panikattacken. Na, das wird es wohl nicht bringen. Ein Ananas esse ich erstmal alles. Vitamine, dachte ich eher. Reduziert deine Müdigkeit. Ah, ist auch doof. Alle Kirschen. Krank. Ich glaube, das geht einfach so weg. Würde ich jetzt mal ganz dreist Vielleicht ein Glas mit behaupten. Remoulade hinterher. Oh Vielleicht ja, kann das das macht's mir besser. helfen. Oder ein Kilo Eis. Ein Kilo Eis. Super, Oh ich suche mir jetzt Gott. Eis. Nein. Gibt's nur Gemüse? Wir sind in irgendeinen Veggie-Markt eingestiegen, also. Ja, ist doch gut, Gemüse. Das ist doch was Gutes. Hau dir mal so ein Brokkoli hinter oder so. Ich rauche noch einen, das ist auch gut. Mach das. Aua, ich glaube. Ah, hier sind überall Mücken. Hilfe, Mücken. Bandage, Bandage. 40 Radieschen, eine Orange ist gut. Ich glaube, meine Wunde ist verheilt. Echt? So super. Bin immer noch krank, der Heilungsprozess. Was ist denn los? Ich hätte den Lachs nicht essen sollen. Du hast ja noch gesagt, ess das nicht, Minjas. Ich hatte gesagt, nee, lass Ja, mich. siehste, so ist es Apokalypse, da kannst halt. du auch mal Lachs rohfressen. Genau. Naja. Tja. Ja, wir müssen eine Axt finden. Das heißt, wir müssen in der Stadt, in der nächsten Folge müssen wir uns unbedingt auf den Weg machen und ach, du hast da unten Laken angebracht. Ach Ja. so. Ich bin infiziert. Minjas. Nein. Ja. Nein. Meine Wunde hat sich infiziert.
Kann ich, warte mal. Verbindung war ganz Minjas? okay. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Wir Da. waren da, da und natürlich. Wie kann ich denn das? Helfer! Verbindung. Lieben, ich moderiere mal ab und ich Ja! hoffe, mich in der Folge guck gleich, was im Internet ist. Am besten mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, infiziert euch Genau, Daumen nicht nach mit Scheiße. oben. Bis Daumen dann. nach oben. Tschüss.